Punkt Nummer 6, Training und Entspannung, Regeneration. Das ist auch extrem wichtig. Also es geht nicht nur um Vollgas und Training und Sport. Was ist das Gegenteil? Die Entspannung. Anspannung, Entspannung. Wenn uns die Entspannung fehlt, können wir nicht gut sein, können wir nicht besser werden. Außerdem ist es ungesund. Also es ist auf jeden Fall immer gut, einen Tag Pause zu machen. Wenn du zum Beispiel heute eine Stunde trainiert hast, ist es gut, morgen wirklich Pause zu machen oder eben das Gegenteil zu machen, bewusst zu entspannen. Das Allerwichtigste, du musst immer auf deinen Körper, auf deinen Geist hören, versuchen, mit dem Körper zu kommunizieren, weil dein Körper sagt dir frühzeitig, was er braucht, was wichtig wäre, was du jetzt tun solltest. Sonst zum Beispiel, wenn du jeden Tag eine Morgen- oder Abendroutine machst oder beides, kannst du auch da gucken, zum Beispiel, dass du jetzt heute Fokus auf Bauch hast. Morgen zum Beispiel deine Bauchmuskeln haben dann Ruhe, dafür kannst du aber am nächsten Tag deine Beine trainieren. Dann haben wieder die Beine Pause und du kannst am dritten Tag die Arme trainieren. Also Fokus, oder? Genau, also auch das, du kannst jeden Tag was machen, aber einfach so den intensiven Fokus immer auf andere Körperbereiche legen. Und auch gesamt, guck, dass du wirklich nach einem eben intensiven Training gut schlafen kannst. Sorge für eine gute Schlafqualität. Schlaf ist die Regeneration. Und wenn das fehlt, durch was auch immer, kann der Körper sich nicht gut erholen und dann können wir uns körperlich in der Fitness nicht verbessern. Aber auch sonst sind wir dann einfach überlastet, weil das Gegenteil, die Entspannung fehlt und können dann dauerhaft sogar krank werden oder halt anfällig auf Erkältung und. Also Schlaf und eben Ernährung und Trinken. Guck, dass du wirklich mit deinem Training natürlich auch gut dich ernährst und ausreichend trinkst und vor allem gute Sachen und gesunde Sachen isst und trinkst. Viel Obst und Gemüse, viel Frisches, also Nüsse, alles was frisch ist, alles was lebendig ist. Unser Körper ist lebendig, wir sind lebendig. Und wenn wir totes Essen oder eben einfach zu viel von etwas, ist einfach nicht gut, dann ist es auch, weil eben alles, was wir essen und trinken, ernährt ja unsere Muskulatur, unsere Knochen, Gelenke. Und wenn die Ernährung schlecht ist, dann können wir auch trainieren, wie wir wollen, werden wir vielleicht auch nicht so gut, wie wir sein könnten, wenn wir Bewegung und Ernährung und Entspannung miteinander kombinieren. Also denk einfach mal drüber nach, was du da vielleicht optimieren könntest. Für Ernährung, für Trinken oder auch wegen Schlafen, für gesunde Entspannung, eben mentale Entspannung. Wenn du da Tipps hast für uns, für unsere Community hier auf dem Kanal in Flarino, dann teile das uns doch gern mit in den Kommentaren. Können wir alle davon profitieren. Punkt Nummer 7, Gesundheit vor Aussehen. Bitte, wenn du trainierst, mach das als allererstes für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden und nicht nur für dein Aussehen. Mach dann alles nur, um gut auszusehen, so schnell wie möglich fit zu werden. Das ist nicht die Idee, das ist keine gute Einstellung. Wenn du wohlwollend deinem Körper und deiner Gesundheit das machst, die Grundsätze, was ich dir vorher gesagt habe, beachtest, dann kommt das Aussehen von alleine. Das Wichtigste ist deine Gesundheit, weil ohne Gesundheit sind wir nicht. Da können wir Geld haben, wir können so viel haben, wenn wir unsere Gesundheit nicht haben, bringt uns der Rest gar nichts. Auch unser Aussehen nicht. Ja, egal wie hübsch du bist, wenn es dir scheiße geht, wenn du Schmerzen hast, spielt das Aussehen auch keine Rolle. Gesundheit vor Aussehen, also das ist wirklich ein Mindset, also eine Gedankenausrichtung, ja. Und auch prophylaktisch, ja. Also prophylaktisch, das heißt, nicht erst wenn du Schmerzen hast, fang mit irgendwelchen Übungen an. Wir Menschen sind so, oder? Das ist irgendwie einfach grundsätzlich ein bisschen faul.
Wir brauchen, die meisten von uns, einfach mal einen Arschtritt, um mit etwas anzufangen. Und ein Arschtritt, Entschuldigung für das Wort, ist oft auch ein Schmerz oder Schmerzen oder irgendeine ganz blöde Erfahrung, damit wir was ändern. Bitte, wenn es dir gut geht, guck, dass du regelmäßig trainierst, dass du alles dafür gibst, dass du in dieser Balance bleibst, dass du in diesem Wohlbefinden bleibst. Wahrscheinlich aber auch, wenn du das guckst, wirst du irgendwelche Schmerzen, Blockaden, Unwohlsein, irgendwas haben. Auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Besser ein bisschen später wie nie. Und positive Nachricht, extrem positive Nachricht für dich ist, dass dein Körper immer positiv reagiert, wenn du was änderst. Das heißt, auch wenn du dich nicht ganz wohl fühlst, wenn du jetzt damit anfängst, Schritt für Schritt deinen Alltag gesünder zu gestalten, dich mehr, gesünder, besser, bewusster zu bewegen, dann dankt dir dein Körper, dein ganzes Sein dafür, dass du heute damit angefangen hast. Weil es ist unglaublich, wie viel unser Körper aushält. Also eigentlich verrückt, wie viel Jahre, Jahrzehnte, bis man Schmerzen bekommt, bis man zusammenbricht. Die Zeichen sind schon vorher da. Und ich möchte dir wirklich, ich wünsche es dir so sehr, dass du da irgendwie sensibler zu dir bist, dass du sensibilisiert wirst auf diese Zeichen. Gerade jetzt in unserer Zeit ist es wichtiger denn je, Sensibilität, Kommunikation und in erster Linie mit dir selbst. Ja? Also es ist nie zu spät, fange an, dein Körper wird es dir danken. Und egal wie viele Jahre wir unseren Körper richtig scheiße behandelt haben, nicht auf ihn geguckt haben, nicht auf die Zeichen geachtet haben, Müll in uns reingestopft haben in Form von Essen, Trinken, richtig bescheuerter Haltung. Wenn du jetzt anfängst, wird der Körper schneller reagieren, positiv, als das, was wir denken tatsächlich. Und da ist aber eben auch hier diese mentale Ausrichtung, mentale Stärke, mentale, Motivation sehr, sehr wichtig. Ich wünsche dir viel, viel Glück dabei. Fang heute an und du wirst eine Veränderung merken. Punkt Nummer 8 ist eins der wichtigsten Punkte. Und zwar, das, was du machst, deine Bewegung, dein Sport, es muss Spaß machen. Und Bewegung macht Spaß. Aber du musst natürlich, um dran zu bleiben, etwas machen, was dir irgendwie Freude bereitet. Finde heraus, was dir Spaß macht. Probier Sachen aus. Auch zum Beispiel, wenn du so Stunden machst, ob Pilates, Tanz, Yoga. Es kommt natürlich auch auf den Leiter drauf an, auf den Lehrer oder Trainer. Und wenn du zum Beispiel jetzt Pilates, das ist was mega cooles, sehr gut für unser Körperzentrum. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Stunde ausprobiert hast und das hat dir irgendwie nicht gefallen von der Energie, irgendwie hat der Leiter das vielleicht nicht so rüber gebracht, geh trotzdem nochmal in eine Stunde vielleicht in einer anderen Schule oder in einem anderen Zentrum und lass dich von einer anderen Person inspirieren. Gib auch dieser Sportart, wenn du dich dafür interessierst, eine Chance, auch wenn es dir vielleicht bei diesem Leiter nicht gut gefallen hat. Okay? Aber probier aus und finde heraus, wo du dranbleiben kannst. Weil nur wenn wir Spaß haben, können wir tatsächlich dranbleiben, oder? Ganz klar. Und wenn wir dranbleiben, werden wir auch anderen Bewegungsformen noch mehr Spaß finden, weil wir natürlich das auch üben und trainieren. Und wenn wir in Bewegung sind, werden wir glücklicher, werden wir zufriedener, wir werden uns noch mehr bewegen wollen. Und die Bewegung muss nicht immer voll Power sein. Nein, Bewegung heißt einfach entspannt laufen gehen, Yoga, Tanzen, Medizin, also alles ist Bewegung. Spaß, Spaß, Spaß. Guck, dass du zu dem Spaß an Bewegung kommst. Also es waren 8 Punkte, habe ich schon während diesen 8 Punkten das erwähnt. Mentale Stärke wäre praktisch so der 9. Punkt und Ernährung.
Ja, das werde ich jetzt nicht näher erläutern. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir das in die Kommentare und da werde ich auch ein extra Video dazu machen. Wenn du was ergänzen möchtest, bitte, bitte tu das für uns alle. Ich bin offen, man ist nie ausgelernt. Selbst wenn wir denken, wir wissen viel, wissen wir immer noch so viel. Und dann noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu dem Gesagten. Theorie ist eins, aber geh bitte in die Praxis. Wenn du dir das anhörst, es bringt wenig, einmal anhören und das ist schon mal der erste Schritt. Aber dann fang gleich an, überprüfe deine Haltung, wie sitzt du, auf dem Sofa, wie guckst du Fernsehen? Liegst du da vielleicht auch irgendwie total krumm und guckst vielleicht immer nach rechts oder nach links? Guck, dass du da auch eine Abwechslung findest. Und spätestens morgen, wenn du aus dem Haus gehst, zu deiner Arbeit, zu deinen Hobbys, überprüfe diese Punkte. Guck, was du da Schritt für Schritt ändern kannst. Nicht alles auf einmal, das wird dann schwierig. Konzentrier dich vielleicht Woche zu Woche auf einen einzelnen Punkt und versuch das zu optimieren. Das wäre das Ziel. Ja, wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Du würdest mich wahnsinnig damit unterstützen. Mir ist es extrem wichtig, dass ich das vielen Leuten bereitstellen kann. Das ist natürlich eine mega geniale Möglichkeit, mit den sozialen Medien, mit YouTube, das zu ermöglichen. Und eben auch in Kontakt zu bleiben mit den Personen, die mich zum Beispiel persönlich kennen, als Physiotherapeutin, als Tanzlehrerin oder ja, privat, dass man auch in Kontakt bleibt und weiter voneinander lernt. Und wenn du neu bist, dann umso mehr freue ich mich, dass du hier gelandet bist und freue mich, mit dir weiter auf den Weg zu gehen mit Fitness, Gesundheit, Tanz, alles um diese Themen herum. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du da was mitnehmen konntest, dann freue ich mich auch über ein Like. Das unterstützt auch sehr meinen Kanal. Ich danke dir und bis zum nächsten Video.